Eine 59-jährige Frau ist in Frankfurt ums Leben gekommen, als ihr Auto mit einem Rettungswagen zusammenstieß. Dieser transportierte gerade mit Blaulicht einen Patienten ins Krankenhaus. Auch ein Mann und ein Kind, die in dem Auto waren, wurden verletzt. Der Patient und die Besatzung des Rettungswagens wurden bei dem Unfall nicht verletzt.